Ja, es geht weiter mit einem jetzt hochinteressanten Thema. Ich begrüße Frau Professor Dr. Antonia Jussen, Direktorin der Charité der Universitätsaugenklinik in Berlin. Und Amotio Retinae bei Kindern, das ist ein Thema, das so auf den Kongressen nicht häufig abgebildet wird. Ich bin sehr gespannt auf deinen Vortrag, Antonia. Und vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier bei diesem Symposium zu unterstützen. Ich finde das großartig. Hallo nach Berlin. Guten Morgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen heute berichten zum Thema Netzhautchirurgie bei Kindern. Wie Ihnen allen bekannt ist, ist das ja immer eine große Herausforderung für den Netzhautchirurgen. Die meisten Kinder-Netzhautablösungen sind Traumata. Hierbei ist es wichtig, die Oradialysen von Riesenrissen zu unterscheiden. Das sehr, sehr viel häufigere bei Kindern sind tatsächlich solche ganz peripheren Oradialysen. Was muss man dazu wissen? Ganz, ganz wichtig, die haben einen anliegenden Glaskörper. Und damit erklärt sich schon von selber, wie man so etwas operiert. Der anliegende Glaskörper beim Kind ist natürlich etwas, was man vermeiden möchte. Das heißt, das ist die Domäne einer Buckelchirurgie. Darauf kommen wir später nochmal. Wenn wir noch einmal hier zu dieser Übersicht schauen, dann sehen Sie, dass in der Pathogenese, also Rekmatogene von traktiven und exudativen Ablationen zu unterscheiden sind und dann natürlich kombinierte, das sind Erkrankungen, die ich Ihnen im Verlauf dann auch noch ein bisschen näher bringen möchte. Nochmal zu dieser Oradialyse. Das ist einmal ein Patientenbeispiel, ein 12-jähriger Patient, eigentlich schon länger bestehend. Das sieht man an der Zyste in der Fovea, Visus also schlecht, Makula abgehoben, wurde gebuckelt, ganz korrekterweise mit einer Limbusparallelen Plombe. Und dabei muss man immer wissen, die muss jeweils eine Uhrzeit über diesen großen Riss hinübergehen. Und dann hat man das Problem, wenn das über viele Uhrzeiten ist, dass es in der Mitte häufig ein sogenanntes Fischmauling gibt. Das heißt, es kommt noch wieder Flüssigkeit an dieser Plombe vorbei. Und so war es auch in diesem Fall. Erst wurde es ein bisschen flacher, wurde besser, aber dann am Ende wieder schlechter. Sodass man letztendlich gezwungen war, doch eine Vitrektomie durchzuführen. Hier wird gerade der Glaskörper abgezogen. Sie sehen also auch nach der Buckelchirurgie immer noch ein anliegender Glaskörper. Das ist das Problem aller dieser Kinder, warum die auch mit einer primären PVR kommen können und insgesamt auch bei aller Chirurgie ein relativ hohes PVR-Risiko haben. Solche alten Ablationen kommen bei Kindern häufig vor, die das auch nicht merken, hier mit subretinalen Strängen. Auch das hat immer noch einen anliegenden Glaskörper und wäre immer noch ein Patient, wo man gut dran tun würde, das zu buckeln. So ist das dann hier gemacht. Diese alte Ablatio wurde, das sieht man hier auf diesem Composite eigentlich ganz schön, da ist ein doller Zerklarschwall und man sieht noch die subretinalen Stränge. Die können da bestehen bleiben, die sind eigentlich nicht traktiv und ziehen sich auch nicht zusammen. Und die Netzhaut liegt in diesem Fall dann auch schön glatt an. Ja, Prognose. Das kommt darauf an, wie kompliziert die Chirurgie ist. Visus und PVR bei Diagnosestellung ist ausschlaggebend. Natürlich eine hohe PVR-Rate und hohe PVR-Aktivität schmälern ein gutes Ergebnis. Das hier ist nochmal so ein Patient nach einer Buckelchirurgie und da sehen Sie, dass nach der gelegten Zerklage aber leider auf dem rechten Bild sichtbar im unteren Bereich immer noch eine Ablatio vorlag. Das ist dann nochmal mit einem Zusatzbuckel versehen worden und mit diesem Zusatzbuckel liegt es jetzt auf. Sie sehen, dass man bei diesen kindlichen Ablationen häufig eine sehr breite Glaskörperadhärenz hat in der Peripherie. Das hier ist auch eine syndromale Erkrankung. Das heißt, das ist ein Patient, der in eine Familie exudative Vitreoretinopathie gehört, damit diese breite Glaskörperadhärenz hat und deswegen die sehr zentrale Zerklage braucht. Partnerauge, genau dasselbe. Hat relativ spät dann eine Reablatio bekommen,
nach Ölablassung jetzt Visus 03 und das ist der Bruder. Damit sind wir bei diesen syndromalen Erkrankungen. Hier sehen Sie die deutlich stärkeren Exudationen und das ist ein Zeichen mit zusammen mit diesem temporalen Dragging der Gefäßstraße nach temporal und den Exudationen für eine Fieber. Problem war dabei, wenn man dann mit Kälteherden behandelt, da war es erst noch nicht exudativ, kann das in so eine stark exudative Form übergehen. Die Fieber ist eine Erkrankung, mit der wir uns nochmal beschäftigen müssen. Das ist eine in den 70er Jahren erst beschriebene Erkrankung. Man hat relativ schnell gewusst, welcher Genort bei einer großen Gruppe dieser Patienten vorliegt. Und man sieht immer diese nach temporal verzogene Makula, oft mit solchen gliösen Veränderungen des Glaskörpers epiretinal zu finden oder auch mit so einer falciformen Ablatio, wie hier am rechten Auge zu sehen. Die Stadieneinteilung geht immer noch nach Michael Trese und früher hat man angenommen, dass man nur die exudativen Formen behandeln muss, die allerdings dann alle. Heute ist man da ein bisschen großzügiger in der Behandlung und würde die ischämische Peripherie auch bei diesen Formen schon bereits lasern, um eben nicht in diese traktiv-exudativen Formen hineinzukommen. Die Gruppe um Michael Trese hat sehr schöne Phänotypisierungen gemacht. Mittlerweile muss man aber eigentlich sagen, wir müssen jetzt eine Genotyp-Phänotyp-Korrelation durchführen, denn nur die Darstellung dieser Familien und der unterschiedlichen Erbgänge reicht nicht. Man weiß eigentlich heute, welche Signalwege betroffen sind. Das ist der Beta-Catenin- und WNT-Signal, die Signalkaskade. Das ist eine in der Angiogenese aktive Signalkaskade, wobei man dann so verschiedene Faktoren da hat, die durch unterschiedliche Genanomalien dann betroffen sind. Wir haben jetzt in Berlin mal versucht, das dann tatsächlich zu korrelieren, also eine Genotyp-Phänotyp-Korrelation zu machen und können sagen, dass diese Falciform-Ablation ist, also bei diesen LRP5-Patienten sehr häufig vorkommen, aber auch bei den KF11-Patienten. Das sind dann zwei genetische Untergruppen, die man besonders beachten muss, weil sie eben Ablationis aufzeigen können. Wichtig ist, dass man weiß, diese Gefäße müssen anders gelasert werden als normal. Nicht nur die reine ischämische periphere Netzhaut, sondern auch richtig auf die Gefäßpathologien sollte behandelt werden, damit die Exudationen langsam zur Rückbildung kommen. Das hier ist falsch gelasert. Warum ist das falsch gelasert? Ist doch irgendwie disseminiert gemacht. Aber wenn Sie da genau hingucken würden, würden Sie sehen, dass bei diesen Patienten, das ist jetzt einer mit einer anderen Erkrankung, steht hier die Kante der Avaskularität. Hier ist die Peripherie avaskulär und da hätte gelasert werden müssen. Das wäre korrekt. Hier außen muss disseminiert koaguliert werden und das Zentrum sollte dann eigentlich in der Durchblutung so belassen werden, wie es ist. Wenn man diese starken Exudationen hat, muss man gucken, dass die auch tatsächlich alle zur Rückbildung gebracht werden. Hier würde man sehen, dass in diesem Bereich noch ein kleines bisschen Leckage ist. Und die sieht man auch angiografisch. Und dann muss man die Kryokoagulation noch weiter ergänzen, bis sich dann schließlich die Erkrankung dort beruhigt. Was machen wir mit diesen falciformen Ablationis? Dabei ist das wieder eine Domäne der Buckelchirurgie. Warum buckeln, wenn dort diese Falte weg muss? Dann würde es einem doch in Fingern jucken, die mit der Vitrektomie und ein bisschen Dekalin anzulegen. Geht ja wahrscheinlich ganz schön, geht leider nicht schön. Und das ist eine große Gefahr. Der Netzhautchirurg ist da in Versuchung. Aber was er richtigerweise machen kann, ist die periphere Netzhaut, die periphere Gefäßerkrankung zu behandeln und dann einen Buckel zu machen. Damit löst sich dann diese zentrale Exudation auf. Und es bildet sich so eine relativ kleine Falte. Die Fixation findet meistens daneben statt und der Patient kann dann in der Regel auch wieder ganz gut sehen. Wir also behandeln auch mit der Buckelchirurgie. Man muss eigentlich eine Entlastung dieser Traktionen machen. Und das macht man am besten dadurch, dass man da auch eine Limbusparallele Plombe oder eine Zerclage macht. Das hier sind alte Bilder von Professor Heimann noch, der ja schon der
Vorgänger in Köln war, der diese Zeichnungen angefertigt hat und da schön zeigt, wer reinschneidet, hat eigentlich großen Mist fabriziert und hat eine PVR induziert, sollte man nicht tun. Richtig ist die Zerklage, die Limbusparallele Plombe, und vor dieser Buckelchirurgie muss dann entsprechend die Gefäßpathologie behandelt werden. Dann kann so etwas so aussehen, das ist eine kleine Patientin von mir, die sitzt da vor einem Bildschirmlesegerät, fixiert neben ihrer Falte und das eigentlich ganz schön stabil, sodass sie sogar eine Regelschule besuchen kann. Das hier ist ebenfalls ein Fieberpatient und Sie sehen, dass da deutliche traktive Veränderungen sind. Das ist das einzige Auge, nachdem auf dem anderen Auge extern eine Vitrektomie in einen Metavisus operiert wurde. Das Auge ist jetzt inzwischen leider sogar bei Lichtschein. Und wie würden Sie den behandeln? Naja, bei den großen Traktionen bleibt einem da leider nichts anderes übrig, als die zu entlasten. Und wir haben, Sie sehen, da gab es dann auch Glaskörperblutung, deutliche Sehverschlechterung nach Blutresorption, deutliche Traktion. Die haben wir hier entfernt, haben die Fovea wieder glatt gekriegt und haben diesen ganzen Bereich hier leider nicht weiter abpräparieren können. Der ist aber weitgehend stabil und der Visus ist wieder auf 0,6 angestiegen. Häufig ist das aber so, dass solche Verläufe, wenn die Netzhaut ganz abgehoben ist und auch traktiv und exudativ verändert ist, dann eine Sankt-Nimmerleins-Tag-Geschichte sind und das ein Auf und Ab gibt, bis man schließlich einen Befund stabilisieren kann. Bei diesen Fieberpatienten ist der Glaskörper immer verändert. Der lässt sich häufig dann so zwiebelschalenartig entfernen. Wichtig ist es dabei, man kriegt die Netzhaut wieder angelegt. Meistens hat man dann hier immer noch so eine Veränderung im fovealen Bereich. Wichtig ist es, diese Patienten lebenslänglich zu beobachten und relativ früh zu behandeln. Das Partnerauge sollte angeschaut werden und hier muss man gucken, wo die periphere Ischämie liegt und in diesem ischämischen Bereich dann eine disseminierte Koagulation durchführen. Also nochmal zum Merken, Fieber ist eine lebenslange Erkrankung und Sie müssen das Betroffene, aber auch das Partnerauge unbedingt weiter behandeln. Netzhautchirurgie bei den allerkleinsten Patienten ist das überflüssig. Nun, wir haben ja große Fortschritte gemacht in der Behandlung der ROP, sodass wir Gott sei Dank bei rechtzeitiger Indikationsstellung solche totalen Ablationen wie bei einer ROP 5 eigentlich nicht mehr häufig sehen. Das war zu meiner Assistentenzeit und meiner Oberarztzeit in Köln noch eigentlich die Therapie der Wahl. Man hat die Patienten laserkoaguliert. Das sind hier enge Laserherde, die später konfluent werden. Das ist das einzige Auge eines kleinen Patienten, das ich damals in Düsseldorf noch behandelt habe. Und er fixiert hier so ganz am Rande. Aber er fixiert und kann mit diesem Auge gucken. Heute ist das anders. Das waren früher die Probleme einer solchen extensiven Laserung oder Kryokoagulation, dass eine exudative Ablatio vorkommen konnte, die sich dann erst im Verlauf zurückbildete. Heute ist das unter Anti-VEGF-Therapie ja ganz anders. Aber ist es wirklich so anders? Ja, wir haben einen riesen Fortschritt gemacht und können diese ROP in der Zone 1 und 2 eigentlich immer oder in der Regel bei richtiger Indikationsstellung so weit bringen, dass die Gefäße bis in die Zone 3 auswachsen. In der Zone 3 muss man dann manchmal nochmal nachbehandeln oder kann dann hier die noch verbleibende Restsichel dann mit einer Fotokoagulation versorgen. Also es kommt zu einer Regression der pathologischen Gefäße und sie wachsen in der richtigen Ebene weiter. Interessanterweise bilden sich aber trotzdem Pathologien aus und die sind wieder für den Netzhautchirurgen relevant. Man hat also ein ROP-Kind eigentlich erfolgreich behandelt, aber das ist hier einer mit einer Spontanremission und wenn man da reinguckt, dann sieht es aus, als hätte er peripher vitreoretinale Degenerationen, die so einen Aspekt haben wie ein sogenanntes White Without Pressure. Was ist White Without Pressure? Das ist, wenn ein bisschen eine Kollagenschicht auf der Netzhautoberfläche besteht und die so einen weißlichen Aspekt macht. Bevacizumab ist eine Erfolgsstory. Wir wissen auch, dass eigentlich viel, viel weniger Patienten eben in diese fortgeschrittenen Stadien kommen. Was aber machen, wenn es tatsächlich mal dazu kommt? Was man dann machen muss,
die traktive Ablatio so vollständig zu operieren, wie wir es beim erwachsenen Patienten tun, kann man nicht. Man kann nur hingehen und mit einer minimalinvasiven Technik dann hier die Traktionen lösen. Wenn man alle Traktionen hier in dem sich bildenden Trichter gelöst hat, hat man häufig das Glück, dass sich diese Netzhaut doch dann zu großen Teilen wieder anlegt. Und wenn die traktive Kraft in der Peripherie nicht zu groß ist, dann hat man manchmal das Glück, dass es dann tatsächlich sich beruhigt und die Netzhaut zumindest über längere Zeiträume ganz gut liegen bleibt und im späteren Kindesalter dann nochmal nachbehandelt werden kann. Das sind aber seltene Fälle. Wie ist das, wenn die Kinder groß werden? Wir haben eben gesagt, es gibt solche Degenerationen in der Peripherie und diese Degenerationen, die machen entsprechende Probleme. Nämlich können kleinste Löcher in der Peripherie machen, die dann letztlich wieder zu einer Traktion führen, zu Abhebungen, die man versorgen muss mit der bereits besprochenen Buckelchirurgie, also wieder mit einer Zerklage und gegebenenfalls noch mit einer Zusatzplombe. In die besonders temporale Peripherie, wo die Traktion ist, kommt dann nochmal eine zusätzliche halbe Plombe und man schafft es damit, dann diesen Glaskörper doch durch den Glaskörperdruck, dass die Netzhaut nicht weiter sich traktiv abhebt. Das ist nach solch einer Vitrektomie ein Erfolgserlebnis, aber wie gesagt, das sind eigentlich eher seltene Fälle. Was machen im höheren Kindesalter? Dann kommen diese peripheren Degenerationen und Schneckenspurdegenerationen zum Tragen. Hier sehen Sie mal, wie so etwas aussieht nach einer spontanen Regression einer ROP3, jetzt im Schwellenstadium. Solche kleinen Löcher sieht man dann bei einem 6-jährigen Kind hier mit einem Optos einmal schön fotografiert. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass sich solche ganz flachen Ablationen bilden, wie hier bei einer 23-jährigen Patientin. Die ist gebuckelt worden und das dauerte fast ein halbes Jahr, bis die Netzhaut dann wieder vollständig anlag. Hier sehen Sie auch diese breite Glaskörperadhärenz noch einmal. Sie sehen hier die Grenze des Glaskörpers, auch bei einem Residualzustand einer ROP. Kleinste Löcher, die man außen suchen muss, aber in der Regel recht gut mit einer Zerklage buckeln kann. Diese Patienten kommen typischerweise eigentlich in der zweiten Lebensdekade, sind ja in der Regel relativ hoch kurzsichtig, haben Degenerationen, haben eine Glaskörperpathologie und man tut gut daran, dass man sie mit einer Buckelchirurgie versorgt. Fazit zum Nachhause-Mitnehmen. Ablatio im Kindesalter ist sehr variabel und gehört in spezialisierten Zentren behandelt. Die Zerklage und die Buckelchirurgie sind unabdingbar. Die vitreoretinale Chirurgie ist eigentlich nur dann, wenn das Stadium schon fortgeschritten ist, eine Option und sollte in geübten Händen verbleiben. ROP, Fieber und Myopie sind klinisch und mechanistisch eine relativ komplexe Erkrankungsgruppe. Und die Therapie erfordert ein genaues Verständnis der Gefäßpathologie. Kinder sind lebenslange Patienten, deswegen Vorsicht in der Indikationsstellung, Vorsicht in der Therapie und gute Nachsorge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Antonio. Antonia, Frau Professor Dr. Jussen aus Berlin hat uns diesen Beitrag gebracht. Es war sehr eindrucksvoll. Ich möchte die Zeit nutzen und ein paar Fragen stellen, die vor und nach dem stattfindet, was da an der Universitätsklinik behandelt wird, zu den Kindern mit den Amotiones. Ein Schädel-Hirn-Trauma oder ein Trauma mit einer Orbitalbeteiligung ist ja jetzt kein ganz seltenes Ereignis bei Kindern jeden Alters. Und wann siehst du die Notwendigkeit, diese Kinder doch
ja, gründlicher zu untersuchen. Wie sieht die Symptomatik aus? Also du weißt ja, das ist nicht so ganz einfach, ein vierjähriges Kind mit einem Dreispiegelglas zu untersuchen. Mhm. Auch die indirekte Ophthalmoskopie ist nicht unbedingt ein Kinderspiel bei den Kindern. Die kooperieren ja nicht immer so gut. Dann irgendwann stellt man die Indikation und überweist sie zur Uniklinik mit der Bitte um Narkoseuntersuchung. Könntest du uns da einen Hinweis geben? Also es gibt sicherlich keine Ausrede, nicht zu untersuchen. Ein Kind, was wirklich ein Trauma hatte, wo man eine Augenbeteiligung eigentlich erwarten kann, auch ein kontusionelles Trauma kann ja immer, das hatten wir ganz initial besprochen, solch eine Ora-Dialyse oder Ähnliches auch bedingen. Natürlich kann man auch beim Kind schon indirekt spiegeln und kann damit auch relativ weit in die Peripherie gucken. Es gibt ja auch eine Diskussion immer, reicht das denn dann nicht, wenn ich ein Optos-Bild mache? Da kann ich Ihnen ganz, ganz viele Beispiele von zeigen, warum das nicht reicht. Das Optos-Bild kann Ihnen zeigen, wie der zentrale Fundus aussieht. Und das machen in der Tat auch kleine Kinder schon sehr, sehr gut und sehr problemlos mit. Sie haben damit aber immer noch keine ausreichende Aussage über die Netzhautperipherie. Deswegen wäre dann, wenn man doch eigentlich so ein bisschen argwöhnt, dass da doch mehr dahinter sein kann. Das heißt, wenn man beim Funduskopieren beziehungsweise auch in diesen Übersichtsaufnahmen sieht, dass da zum Beispiel Blut im Glaskörper ist, dass da irgendein Gefäß arrondiert ist. Auch Kinder können Riesenrisse kriegen, posttraumatisch und eben sehr häufig diese Ora-Dialysen. Also schicken muss man sie dann, wenn man den Verdacht hat, dass da außen noch mehr sein könnte oder wenn man das nicht richtig einsehen kann. Und dann würden wir uns schon kümmern. Klar, Narkoseuntersuchung ist dann zum Teil das Mittel der Wahl, aber manchmal kann man die auch so mit ein bisschen Geduld und Liebe schon dazu bringen, dass man da hingucken kann, wo man eigentlich hinsehen sollte. Danke. Jetzt hast du ja erwähnt, dass der Glaskörper noch anliegt bei der Ora-Dialyse. Diese Kinder haben also nicht diese typischen Symptome einer Amotio-Retinae mit Lichtblitzen dergleichen mehr. Ist das richtig? Die Symptome, die man abfragt, sind nicht die Symptome, die man von Erwachsenen kennt. Ein Kind wird nie Symptome melden, wenn es nur was an einem Auge hat. Das wird sofort sagen, ich sehe ganz gut, weil das immer mit dem anderen Auge denkt. Ja, das heißt, das ist ja genau das Problem. Kinder muss man schon sehr spezifisch befragen. Man muss das eine Auge zuhalten, dann nochmal testen und überprüfen. Das ist ein bisschen schwieriger, auch anamnestisch. Ein Kind wird nie über das Problem berichten. Da muss man schon selber so ein bisschen tricksen und dann gucken. Im Zweifelsfall eben gucken und sich versichern. Ne? Aber natürlich ist es so, dass dann eine Symptomatik auch natürlich auffällt. Klassische Kinderuntersuchung, Auge zuhalten, mit der anderen Seite separat gucken und dann nochmal verifizieren, dass die Netzhaut auch wirklich anliegt. Mhm. Gehen wir mal auf die andere Seite der Behandlung, also nach der Operation. Einseitige Operation nach einer Amotio. Kind hat eine Cerclage bekommen und hat jetzt eine Anisometropie von 3-4 Dioptrien. Die Cerclage myopisiert ja. Wie geht ihr damit um? Die ist aber schon kräftig angezogen. In der Regel würde man so sagen, 2 Dioptrien machen wir heute eigentlich nicht mehr. Früher gab es in Köln die sogenannte DWS-Zerklage, Delt wie Sau, aber die haben wir eigentlich nicht mehr im Programm. Das reicht in der Regel, dass man etwas weniger anzieht. So 2 Dioptrien würden wir mit rechnen. Und das ist was eigentlich ganz gut kompensiert wird. Das ist kein Problem. Haben diese Kinder ein höheres Risiko, einen grauen oder einen grünen Star zu entwickeln? Wenn sie eine reine Buckelchirurgie hatten, in der Regel nicht, es sei denn, sie hätten kontusionell, also auch da eine traumatisch bedingte Katarakt, die dann kommen würde, aber sonst wäre nach der Buckelchirurgie eigentlich nichts zu erwarten. Das ist übrigens ganz interessant, auch nach Vitrektomien bei Kindern kann man eine Lens-Sparing-Vitrektomie machen und eigentlich haben wir nicht mehr das Problem, dass die wie ein Patient im höheren Alter relativ bald, also im ersten oder zweiten Jahr postoperativ eine Katarakt entwickeln, sondern die können schon wirklich 14, 15 Jahre auch ohne eine Myopisierung, die ja durch die Kernsklerose bedingt wäre, dann eigentlich davonkommen. Also man muss nicht die Linse schreddern beim Vitrektomieren.
Ja, vielen herzlichen Dank, Antonia. Das war ein ganz, ganz wichtiger und gut dargestellter, sehr umfassend dargestellter Beitrag. Ich kann mir auch vorstellen, dass das in eurem Bereich der Retinologie ganze Tage unter Experten an Diskussionen auch mit sich bringen kann. Wir können das hier in diesem Rahmen natürlich nur anreißen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken. Und für deine Teilnahme, Grüße nach Berlin oder wo immer du jetzt gerade bist. An der Ostsee mit gutem Blick. An der Ostsee, wahrscheinlich bei wunderbarem Wetter. Genieß es und erhol dich gut. Die Arbeit ist hart und anstrengend. Ich wünsche dir noch schöne Urlaubstage nach Berlin. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme.